Das ist ein Feini, ne? Also irgendwie sah das heute Morgen aus dem Fenster wärmer aus. Perfekt. Galilea, was hörst du dir da wieder am Morgen an? Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Montagsscheiß-Update-Video auf meinem Kanal. Heute rausche ich mit dem Update-Teil ein bisschen durch. Im Anschluss folgt nämlich direkt ein TÜV-Video von dem CL, denn ich war mit dem CL letzte Woche Montag beim TÜV und ich weiß nicht, wann ich das Video sonst hochladen soll, weil jetzt geht es diese Woche weiter mit dem SL. Dementsprechend wird das Montagsvideo heute ein bisschen kürzer. Um ehrlich zu sein, kann ich auch gar nicht viel erzählen, weil ihr gar nicht auf dem aktuellen Stand seid. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, der Italien-Trip wurde verschoben bzw. abgesagt, weil der SL nicht fahrfertig war. Das Ganze baller ich jetzt die nächsten zwei Tage komplett durch. Die Teile sind angeblich gekommen, aber irgendwie wurden sie auch bei irgendwelchen komischen Packstationen abgegeben und sowas. Das ist wirklich eine einzige Katastrophe. Zusätzlich muss der Wagen heute um 14 Uhr in die Achsvermessung. Ich musste aber noch ein paar Teile tauschen vorher. Jetzt ist die Bühne gerade belegt, aber Philipp hat Gott sei Dank einen Schlüssel da gelassen. Ihr merkt, mir fällt gerade wirklich alles hier auf die Füße. Bin euch ehrlich, bei mir brennt es aktuell an allen Fronten. Ausnahmsweise mal nicht nur an der Fahrzeugfront, sondern wirklich an allen Fronten. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Content hier ab nächster Woche weitergeht. Je nachdem, wie schnell ich jetzt den SL zusammengekloppt bekomme, werden Hagen und ich wahrscheinlich in den nächsten zwei Tagen nämlich einfach wegfahren. Es steht noch nicht, wo wir hinfahren wollen. Wir haben noch keinen Plan, worauf wir überhaupt Bock haben, aber Hauptsache raus aus Deutschland, Hauptsache weg von diesem Dreckswetter. Und mir ist das schon sehr wichtig, mit dem SL zu fahren. Aber ihr kennt das ja von meinem Kanal, hier läuft nie irgendwas wie geplant. So ist es. Du hast Hunger, ne? Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr diesen Audi S6 gewinnen wollt und bald euer eigen nennen wollt, dann schaut doch jetzt bei Value vorbei. Dort könnt ihr Klamotten bestellen und jede einzelne Bestellung zählt als Los, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Dieses wunderschöne Kfz zu gewinnen läuft noch bis heute Abend 23.59 Uhr. Ihr könnt also den ganzen Montag noch bestellen. Ich wünsche jedem, der teilnimmt, ganz viel Glück und auf dass sich bald jemand an diesem wunderschönen V10 Motor erfreuen kann. Oh, guck mal, wer hat das denn hier hingestellt? Ja. Einen schwarzen Pulli, wunderschönes Minze, ultraviolett. Nee, pink ist das nicht. Weil ich nicht wusste, wie ich sie nennen soll, habe ich sie Diamant genannt. Ja, wo sind wir sehr oft? Beim TÜV und beim Verkehrsamt, ne? Alter, jede Woche bin ich hier, ne? Ja, TÜV, boah, jetzt weniger, schon, aber ja. Was ich schon alles eingetragen hab, du, ne? An dem vor allen Dingen, ne? Da hast du ja viel eingetragen. Zeig mal her. Ja, Freunde. Wir haben hier einen zweiseitigen Brief. Zweite Seite nicht ganz so voll wie die erste. Hier sind tatsächlich noch die alten Felgen eingetragen. 10J ET43 mit 305. Mhm. Fünfer Felgen dann hier, achso, das ist vorne, 10,5. Hinten 12,5, Majestic PPM. Das waren diese Konkaven, ne? Genau, mit H&R Distanzscheiben, 40 mm pro Rad, 80 und hier hinten 80 mm pro Rad. Rad. Alter, hier. Was? Hä, und die sind noch drauf? Ja. Hä, das ist nicht 80, Bruder. Nee? Das ist niemals, oder? Ich weiß nicht, ich habe noch nie so eine Torte gesehen. Sieht eher nach 40 aus, aber... Keine Ahnung. Dann, 80 wäre schon heftig. Dann auf jeden Fall Hagen. Mhm. Moin. Dann hier, Auspuffanlage, Hersteller FAB Design, Typ MB216, das steht auf dem Dings. Deswegen auch 101 Dezibel, das mag ja kaum einer glauben. Das ist halt so heftig, ne? Und dann mit Bodykit. Bin halt so gespannt auf seinen Blick, ja, auch wenn wir ihn Ding wahrscheinlich halt nicht filmen können, so aber... fucking teuer, laut. Ja. Dann hier Prior Design, Typ bla bla bla. Ne, das steht ja auch auf dem Kotflügel. PP Exclusive Hersteller Crown Wheel. Ah, das so sind die Dinger. Genau. Hinterachse 325, hä? Was? Nee, 21, nee, warte. 305. Boah, jetzt krieg ich Panik, warte. Was das hier, das sind die alten Felgen, die eingetragen waren. Ja. 10,5 vorne und hinten 13. 13? J21. Wir melden uns mal an, ne? Moin, moin. Wir haben hier ein kleines Schätzchen. Moin. Da kommt die Kamera. Ja. Oh, Trauron. Nicht bestanden. Aber ich habe viele Komplimente für mein Fahrzeug bekommen. Ja, also auch vom Prüfer selber, ne? Der Prüfer selber auch. Coole Karre, wäre jetzt nichts, was er sich kaufen würde, aber er sagt, coole Karre, ne? Sieht man auch nicht alle Tage. Und wann
Dings auch, ne? Der eine, der hat dich doch auch angeschnackt. Alter, was ist das für eine Karre? Ja, ja, ja. Das ist ein CL, ne? Ist ein 500er? Was ist das? CL wer? CL was? CLA, hat er gesagt? CLA? Nee, ist ein CL. CL. Gut, Freunde. So, ui, 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 ui. Oh, ist gut, ne? Mach mal ruhig, ne? Ach so. Sind da, ne? Was schaffen? Wir haben aber echt viel Arbeit reingesteckt, Eiko, du, dass das Ding hier über den TÜV kommt drüber. Ja, wir haben ja so nicht viel Arbeit reingesteckt. Ne? Eiko hat hier eben noch den Scheinwerfer hier wieder richtig eingestellt. Ne? Ich hab den richtig befummelt, das Alter. Muss man mal sagen. Eiko hat das Ding auftakt einmal angefummelt und offenbar komplett perfekt eingestellt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das hat Pierre, also no front on Motorzimmer, hat er in 15 Minuten nicht hinbekommen. Da hast du da einmal reingefummelt. Ja, wir sind halt ein Stück zurückgefahren und haben gegen die weiße Wand geleuchtet. Und dann auf Freestyle eingestellt. Auf Freestyle habe ich den eingestellt. War alles gut. Ne? Und dann noch hier die ATU-Aktion. Ja, kurz für 4 Euro eine kleine Glühbirne gekauft. Scheiße, ich eigentlich hatte ich mir hier irgendwo einen Zehner hingelegt, deswegen fehlt er. Hast du nicht Bordwerkzeug? Genau. Das haben wir auch zusammen freigekratzt. Ja. Alter, Eikut Abi. Und trotzdem nicht bestanden. Und wir waren beim Friseur, ne? Falls ich es gemerkt habe. Ja, weil kein TÜV-Termin so schnell frei war. Sind wir noch mal kurz darüber, ne? Ja. Zu Martin. Aber dann hat er ja richtig Bock. Wo fangen wir an? Licht, der ganze Kram war richtig gut. Mhm. Er hatte ein bisschen gemeckert am Anfang wegen Abgaswerten. Da hat er irgendwie das nicht richtig hinbekommen, weil da durch das andere Abgasrohr. Nee, dadurch, dass die Bänke, also wir haben die Vermutung, dadurch, dass die Bänke getrennt sind, kommt er immer schubweise von jeder dann Bank. Dann zieht er sich immer ein bisschen Sauerstoff noch rein. Ja, wieder, ne? Deswegen hat er einen Lappen rausgeholt, mal eben aber reingesteckt. Dann war auch alles gut. Also ich muss auch wirklich sagen, Vorkart, Nachkart ist alles drin, Lambda-Sonden, alles top. Also da hat auch alles seine Richtigkeit. Das hätte mich auch ganz, ganz stark gewundert, wenn es da zu Problemen gekommen wäre. Er hat mich aber lustigerweise gefragt, ob ich eine Abgasklappe habe, die er schließen kann. Aber wirklich so? Hat er eine Klappe? Ja. Du, sag mal, hat er jetzt eine Klappe oder nicht? Unter uns jetzt mal. Hat das Ding eine Klappe oder nicht? Sag mal, wo? Wo ist der Schalter? Oh. Verschleißteile gar nicht so, ne? Unter die genau, genommen. Bremse. 1% Abweichung auf allen Seiten. Richtig top, ne? Hat er richtig schön reingelatzt da in die Anlage. Ist ja auch die Serienanlage drin. Alles gut? Ist ja auch die Serienanlage drin. Ja. Hat ziemlich gut gebremst für eine Serienanlage. Ja, war erstaunt, ne? Die anderen CLs sind immer ein bisschen schwächer. Nee, 1% Abweichung ist echt gut. Liegt ja an den Puschen, ne? Ja. Ja, das sind die Decken, ne? Hm. Oh, sorry. ASMR-Kau-Content. Die Leute, die fühlen sich dadurch getriggert. Ja, ich auch teilweise. Dann hat er das Ding auf die Bühne genommen. Dann ging's los. Erstes Problem haben wir hier vorne. Erstes Problem, es sind 255er, das hatten wir ja auch schon festgestellt, es sind 255er eingetragen, drauf sind 265er. Hm. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es in dem Gutachten anders steht. Und dass sie es falsch übertragen haben in Pinneberg. Das ist denen in Dresden. Ob du da jetzt auch noch ein 2,55er raufstretchen willst. Das ist denen also, ist schon so schon passiert. Jetzt kommt's aber. Diese Felgen, selbst wenn das gepasst hat, also ich kann es ja jetzt sagen, ich bin durchgefallen, weil waren tatsächlich auch alle Mängel. Also zur Stück. Abgasanlage. Prüfnummer einmal freigewischt, alles gut. Ne? Ist ja so ist eingetragen. Ja auch alles gut. So eingetragen. Ein Schalldämpfer in dem Ding. Cut, Schalldämpfer. Das war's. Das ist so geil. Und zwar, sie sind durchgefallen, erhebliche Mängel, Nachprüfung erforderlich. Radbefestigung, erste und zweite Achse, Distanzscheibe, Zulässigkeit nicht nachgewiesen. Wir haben vorne 20er drauf. Da sind aber 40er eingetragen. Nee, das sind auch 40er. Ja? Er hat 40 rundum. Und es sind eingetragen 40 und 80. Und er meinte so 80, 8 pro Zentimeter. Rad. Pro Rad, nicht pro Achse. Pro Rad so eingetragen. 8 cm Spurplatten hat er noch nicht gesehen. Das Problem ist, diese Spurplatten, also selbst wenn wir jetzt 80er Spurplatten, also nochmal 4 cm, ne? Er meinte ja, das oh, ist jetzt schon passt aber. Ja, weil er hochgepumpt war. Er meint so Reifenabdeckung. Nein, das, er war da nicht hoch. Er war da, da war die Erderziehungskraft beim TÜV ein bisschen niedriger. Hä, ist ja alles gut. So wird's eingetragen. Ist ja alles gut. Also hier, ne? Spritzwinkel, passt. Aber wenn man jetzt halt noch 4 cm. Guck mal hier, wenn man jetzt hier noch eine Platte. Wo habe ich die 4 cm Platte? Wo habe ich die gesehen? Weiß ich nicht. Wo habe ich die gesehen? Hier. Hier. Wenn man jetzt die auch noch mal raufschraubt. Ja. Oder dann ist aber alles vorbei. Ja, dann also dann ist ja wirklich alles vorbei. Schleifrei war gestern, ne? Deswegen haben sie die runtergenommen und wahrscheinlich 40er raufgemacht. Mhm. Auf jeden Fall, das hat ihm nicht gepasst, die Distanzscheiben. Und jetzt kommt's.
Selbst wenn die richtigen Distanzscheiben drauf gewesen wären, sind sie nicht in Kombination mit den Felgen eingetragen, weil die Felgen überhaupt nicht eingetragen sind. Da sind 20 Zoll Crown Jewel Felgen eingetragen. Aber nicht die. Aber nicht mit der ET. Die hier haben eine ET 32 rundrum. Hm. Es ist aber ET 35, nee, 37, glaube ich, eingetragen. 37 und ET 42 eingetragen. Also nicht nur, dass die falsche Reifengröße eingetragen ist, dann meinte er, ja, da gehe ich noch mit. Das könnte ein Übertragungsfehler sein, kommst rum, zeigst uns das, aber dass noch falsche ETs und sowas. Nee. Dass nur ein Übertragungsfehler ist, aber denke ich nicht, als ob die sich bei Reifenbreite und ET geirrt haben. Genau, ich vermute mal sehr stark, dass die Reifen einfach nicht eingetragen sind. Da waren vorher 21er, wurden bei Enrico mitgegeben, so eine goldenen Felgen, die wurden dann irgendwann Bronze gepulvert, das habe ich noch Erinnerung, ich suche euch den Videoausschnitt mal raus von Enrico. Okay. Diese Felgen habe ich nicht wiederbekommen, also habe ich nicht mitbekommen. Die hat Enrico sich irgendwo auf Halde gelegt oder verkauft. Ich habe Enrico auf jeden Fall mal kontaktiert. Ich werde jetzt keine Einzelabnahme mit diesen Felgen machen, weil die sind sowieso kaputt. Die schlackern, die haben Bordsteinschäden. Also ich will sie jetzt nicht schlecht reden. Für 1000 Euro auf irgendeine S-Klasse donnern ist geil. Aber wenn ich jetzt wirklich in die Vollen gehe hier mit Abnahme und so einem Scheiß, dann will ich da entweder die 21er Original raufklatschen mit 80er Spurplatten. Ja. Ja, eher nicht. Nee, hat er ja gar nicht. Bei den 21ern waren keine 80er, da waren andere Spurplatten wieder. Es war immer in Kombination, weißt du? Ja, es ist halt echt strange. Ich glaube, die wurden echt nur für Verkauf raufgeschmissen. Hat irgendwie annähernd gepasst mit dem Gutachten. Und ja. Ja, auf jeden Fall halt ziemlich ärgerlich, weil ich werde jetzt die nicht eintragen lassen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ist jetzt ja irgendwie mir irgendwelche Felgen besorgen, die schon eingetragen sind, oder ich muss halt in die Vollen gehen und eine komplette Abnahme mit dem ganzen Fahrzeug nochmal machen, womit ich auch kein großartiges Problem hätte. Das Ding ist halt, es gibt halt keine geilen Felgen. Ich hatte jetzt eben mal geguckt, falls diese PP Exclusive da mal drauf waren, ich muss mit den Jungs mal Kontakt aufnehmen, wäre das natürlich absolut hammergeil. Ansonsten vielen Dank fürs Gucken des Videos. Ne? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das gedacht hättet, dass ich durchgefallen wäre. Also ich hätte jetzt wirklich ohne Scheiß, ich hätte niemals gedacht, dass ich wegen Felgen durchfalle. Ich habe Zallo am Wörthersee, habe ich so ausgelacht dafür, dass er wegen seinen Felgen auf den Sack bekommen hat. Und ich selber fahre einfach seit 6 Monaten mit dieser absolut auffälligen, scheiße lauten Karre, wird dreimal angehalten, weißt du, auf Alkohol, auf Drogen, auf alles kontrolliert. Und Felgen haben sie nur einmal so, Ja, ist irgendwas Dickes eingetragen, ne? Komm, lass ihn fahren. Er meinte, sogar der TÜV-Prüfer meinte, ja gut, dass ich es jetzt nicht, gut, dass ich es jetzt merke und nicht die in Hamburg. Genau. Gut, Freunde, mit den Worten, ne? Haut rein, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke, Alko, ne? Tschüss.